So, was haben wir denn hier für welche? Okay, da kann auch schon fast wieder raus. Oder nicht? Wölfe greifen an, my Lord! Und die haben alle so lange Haftstrafen. Das ist heftig. Ja, okay, die sind noch ein bisschen länger hier drin. So. 17 Leute. Ja, wir haben es wenigstens ein bisschen wieder runtergekriegt. Und wir haben ja wirklich auch richtig viele Sitzungen sozusagen. Da wird schon gearbeitet. Krass. Okay. Das finde ich cool, dass da schon gearbeitet wird. Dann setzen wir hier noch einen Korb rein. Einfach nur, damit ich da sehe, wer da arbeitet. Damit ich das so ein bisschen im Blick habe. Erstmal machen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier wieder. Aha. Da kommen ganz viele. Da ist auch Williams. Ist der das? Nein. Wir haben mehrere Williams. Das erklärt doch, warum der überall auftaucht. Da ist er. Das ist der Ian. Dann bin ich mal gespannt, was macht der? Der baut. Was richtig Cooles aus Holz bestimmt. Das hoffe ich jedenfalls. Es dauert aber anscheinend etwas länger. Der hat ein Bett gebaut. Nice. Sehr schön, das funktioniert. Cool. Haben wir ein Bett. Cool, finde ich cool. So. Oh, 20 Dollar im Shop verdient, richtig cool. Richtig cool, das mit dem Bett finde ich gut. So, dann wollen wir doch mal gucken. Warum machen das denn nicht mehr? Weil die keinen Bock haben. Warum haben die keinen Bock? Warum haben die hierfür keinen Bock? Fünf interested, ja gut. Dann können wir das hier stoppen, weil keiner hat Bock dahin zu gehen. Dann können wir starten. Na gut. So, jetzt bieten wir das an. Ja, so 4 bis 7. Wir haben gleich 4 Uhr. Dann müssen wir mal in den Klassenraum gucken. Hier dürfen auch keine Polizisten leider drin sein, weil die sonst unter Druck sind, sich nicht konzentrieren können. Ja, ist ein bisschen doof. Dann können wir da leider nicht reingucken. Gut, hier werden ordentlich Platten hergestellt. Das funktioniert jetzt super. Aha, da ist wieder einer der Williams. Das ist aber nicht der, der die Betten herstellen kann. Ah, guck mal, da kommt er. Ah, der ist leider fast draußen. Das heißt, leider ist natürlich schön für ihn. Aber dann haben wir keinen mehr, der Betten herstellen kann. Der ist leider der Einzige. Ach ja, kannst du nicht noch irgendwen umlegen? Da verdient der Cash. Ach ja, schon cool. Muss man sagen. Ja. Bei der Arbeit verhaftet worden. Boah, da hat er ein Bett hergestellt. Cool. Ach, ich finde das klasse. Ich finde das richtig cool. Mit den Betten. Der braucht einfach mal eine Stunde im Bett zusammen. Das ist schon krass. Also, der baut das ja wirklich. Ach komm, das kann irgendwer machen. Schade, ich hätte lieber gesehen, dass er hier Betten baut. Ja. Aber schön, wir haben schon drei Betten fertiggestellt. Leider wird er bald aus dem Knast entlassen. Schön für ihn, schlecht für uns, für unseren Bettenbau. Übrigens, der Turm hat den Fluchtversuch letztens verhindert. Nur so am Rande mal erwähnt. Oh, cooles Stirnband. Aber ansonsten
Naja, wir wollen natürlich auch niemanden hier extra lange einknasten, weil dann wären wir ja nicht besser als unser lieber CEO, der abgeknallt ist. Übrigens richtig nice. Die brauchen eine Stunde, um da reinzukommen. Ja. Das funktioniert nicht so gut. Die eine Stunde hier ist einfach überflüssig. Ist einfach überflüssig. Müssen wir so machen. Ja. So, ich glaube, das ist ganz gut, so wie wir das hier handhaben. Ach ja, Release soon. Das ist irgendwie doof. Aber jetzt haben wir hier Leute, die das auch lernen wollen. Das ist so gut. Ja, es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, dass sie dann rauskommen. Aber ist natürlich richtig so. Nicht, dass man mich da falsch versteht. So, das haben wir immer noch nicht. 70 fertig und nicht mal 50%. Das bedeutet, das haben sogar schon einige mehrmals gemacht. Mehr als zweimal. Und wahrscheinlich gefailt. Das ist das Traurige. Ich weiß auch gar nicht, wie man da failen kann. Also man muss ja nur auf die Leute zielen und abdrücken. Wahrscheinlich geht es eher darum, die Situation so einzuschätzen, wann es für nötig ist. Wobei immer, wenn der Gefangene halt aufsässig wird und jemand anderes in Gefahr ist, das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Also wenn man es ein paar Mal Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, den Test, sollte es eigentlich klappen. Finde ich. Naja. So, Schlafenszeit vorbei. Wenn ich mich nicht irre, ist der liebe Williams heute noch da und kann noch Betten bauen. Der wird nämlich nicht am Tages anfangen lassen. Richtig, ja, deine Zeit ist zu Ende. Genieß deinen letzten Tag im Knast. Erstmal duschen, ja, sehr schön. Dann erstmal seine Freizeit in der Zelle verbringen, so muss das. Und gleich geht's an die Arbeit. Oh. Vielleicht müssen sie dann doch nicht den Tag hier verbringen. Okay, er ist raus, aber der Williams auch. Oh, keine Chance auf Bewährung, ist doof. 59 Jahre, krass. Die sind lange hier. Andererseits, wenn man ihm was beigebracht hat, kann man auch Nutzen draus schlagen. Wenn das jetzt wieder so ein bisschen CEO-mäßig klingt. Unserem alten CEO. Schon. So. Genau, jetzt ist doch wieder Working Time. Ich glaube, wir müssen mal Wege anlegen, damit die hier schneller sind, weil die brauchen fast 2 Stunden zur Arbeit. Das ist nicht gut. Nee, kein Williams dabei diesmal. Deine haut auch gerade ab. Ja, shit. Keine Betten für uns leider. Was können wir denn da nehmen? So. In der Mitte ist ja immer fröhlicher Durchgang. Das macht ja dann schon Sinn. Hier könnte man eigentlich auch eine Zellentür bauen. Ja.
So, dann wird hier ein Fußweg angelegt, dann kommen sie auch schneller zur Arbeit. Los, zack, 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 jetzt. Kein Polizist jetzt gerade da drin, das ist aber auch schon komisch. So, der bringt den Leuten wieder was bei. Sehr schön. Tja, Jetzt haben wir leider keinen mehr, der Betten baut, ne? Dumm gelaufen. Todeskandidaten haben wir auch noch nicht angeboten bekommen, dass wir die aufnehmen sollen. Der hier ist aber fast durch. Williams ist ja jetzt entlassen. Der ist auch weg. Definitiv. Und der Education, ja, der ist angefangen. Den Fortgeschrittenen will immer noch keiner machen. Starting, starting, starting. Jo, mach das mal. Hä? Der da. Der da lernt Betten bauen. Ja, der ist noch ein bisschen da, wenn er keine Bewährung kriegt, wohlgemerkt. Ansonsten ist er auch nachher weg. Dann hoffen wir doch mal, dass er besteht, aber er mit den Betten etwas weiter vorankommen. Du bist zu spät. Und du bist abgehauen. Prozent ist echt wenig. Er hat alles exzellent. Muss nur anwesend sein, okay. Aha, okay, ist aber auch noch am Anfang. Ja, starting, aber es ist keiner da. Ja, da hauen wir natürlich dann ein bisschen Geld raus für gar nichts, aber das müssen wir dann ein bisschen in Kauf nehmen, einfach. Ist schon okay. So, mit dem nächsten Tag werden wir dann wissen, ob wir wieder einen Bettenbauer haben.